Rejoice if you're in heart, rejoice if hands unsing, your first banner wave on high, the cross of Christ your King. Rejoice, rejoice, rejoice if hands unsing. With voice as full and strong as oceans are in praise, send forth the hymns of old, the songs of ancient days. Rejoice, 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 give thanks and sing. With all the angel chorus, with all the saints on earth, pour out the strains of joy and bliss, rapture, noblest mirth. Rejoice, 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 give thanks and sing. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Alumnis, dear Church, dear Guests, dear Alumni, herzlich willkommen zu unserem Alumni-Gottesdienst. A very warm welcome to you all to our Alumni Church Service. Wir bitten Gott, dass er uns durch diesen Gottesdienst segnet. We ask that God will bless us through this church service. Schon gestern Abend gab es eine Zoom-Veranstaltung für unsere Alumnis. Last night we already had a Zoom event for our alumni. Aufgrund der Pandemie wurde das Alumni-Treffen auf digital umgestellt. Due to the pandemic, we had to switch the alumni weekend over to the digital platform. Das birgt die Chance, dass viele aus fernen Ländern diesen Gottesdienst erleben können und ihn mitgestalten konnten. That gave us the opportunity to open up the church service to all peoples all over the world, basically, and some of them even participate in our service today. Wir freuen uns, mit euch diesen Gottesdienst zu erleben. We are looking forward to experiencing this service together with you. Wie ihr durch diese Übersetzung mitbekommen habt, wollen wir unsere internationalen Studierenden und Alumnis mit einbeziehen. As you may have heard in the translation, we want to include our international students and alumni, hence the English translation. Dies geschieht auf unterschiedlicher Weise. And we do this in different ways. Die Predigt wird heute Wenceslav Panjotov halten. The sermon will be given by one of our alumni, Vency. Und Stefan Burton-Schnüll wird sie synchron übersetzen. And I will provide the translation for it. Zu Beginn möchte ich einen Psalmtext lesen, Psalm 119. We want to read a psalm text at the beginning from Psalm 119. Dort steht ab Vers 18: Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Ich bin ein Gast auf Erden, verbirg deine Gebote nicht vor mir. We are reading verses 18 and 19. Open my eyes, that I may see wondrous things from your law. I am a stranger in the earth. Do not hide your commandments from me. Hier fragt jemand nach der Offenbarung Gottes, dass Gott sich zeigt. Was ist ihm wichtig? Was ist ihm wertvoll? Here somebody's asking for God's revelation. What is important to God? What does God value? Welche Werte sollen wir hochhalten?
What values should we uphold? Ich hoffe, dass dieser Gottesdienst uns dazu hilft, es zu verstehen, ein bisschen mehr. And I hope that this church service will help us understand that a little better. Wir wollen beten. Let us pray. Herr, öffne uns die Augen für deine Welt. Lord, open our eyes for your world. Zeig uns, was dir wichtig ist, und lass uns offen sein für deinen Segen. Show us what is important to you, and let us be open for your blessings. Amen. Amen. Wir wollen jetzt ein Lied singen, und zwar das Lied Licht dieser Welt. We're going to sing a song now, the song Light of the World. Und das wird in Englisch und Deutsch möglich sein. And it will be possible both in English and in German. Pick your language. Ehemalige treffen, dann haben sie sich viel zu erzählen. Und wenn sie sich Bilder anschauen, dann sagen sie, weißt du noch, wie das damals war? Weißt du noch, wer das war? Genau das wollen wir heute tun. Leider nur auf diese Art und Weise, da wir ja wegen Corona nicht zusammenkommen können. Ich möchte euch einige Bilder zeigen aus den Jahren 1997 bis 1999. Hier sehen wir eine Gruppe beim Unterricht. Sie schauen ganz aufmerksam zu. Einige schreiben mit. Einer hat sogar einen Laptop. Die anderen schreiben noch mit der Hand. Ja, der mit dem Laptop, der ist sogar wieder nach Friedensau gekommen. Warum sind Sie so aufmerksam? Ja, natürlich. Hans Heinz lehrt über den Zustand nach der Auferstehung. Das ist interessant zu sehen.
Hans Heinz hier in Friedensau als Gastdozent. Damals war er mehrmals in Friedensau gewesen. Leider ist er in diesem Jahr verstorben. Und hier ist ein ganz besonderer Unterricht mit Klaus Siebelhoff. Auch wenn man ihn nicht kennt, aber das Buch in seiner Hand sieht, dann sieht man gleich, dass es ein Gesetzesband. Hier geht es also um Recht und Ordnung für die Studierenden im Sozialwesen. Und natürlich gibt es auch Chor. Ich staune, wie die Leute ihren Mund aufreißen. Miriam Heck, damals Musiklehrerin, hat sich sehr engagiert. Und man sieht das auch, die machen alle gerne mit. Einer, der einen ganz anderen Unterricht, ganz andere Vorlesungen erteilt hat und der in Friedensau seine bleibenden Spuren hinterlassen hat, war Kurt Franz. Kurt Franz, Mann für alles, Mann für weltweite Ideen, Mann mit einem ganz großen Herzen. Ach ja, und nach dem Unterricht, nach den Vorlesungen, da ging man in Onkel Volkers Laden. Und in Onkel Volkers Laden konnte man kaufen, was man wollte. Und selbst wenn man kein Geld hatte, konnte man anschreiben. Ja, ja, das waren noch Zeiten. Genauso erzählen die ehemaligen. Ja, Onkel Volkers Laden gibt's nicht mehr. In der Zwischenzeit ist in diesem Raum die Töpferstube. Natürlich, was ist denn das? Halloween in Friedensau? Nein. Das hat was mit Sozialwesen zu tun. Nur einer trägt keine Maske. Das ist ja auch ein Theologiestudent. Mal schauen, was im nächsten Bild zu sehen ist. Da sehen wir sie. Da sind die Herrschaften mit ihren Gesichtern zu sehen. Schön aufgereiht. Ach ja, und den Afrika-D, den gab's natürlich auch in Friedensau. Mit den unterschiedlichsten Personen, die dabei waren. Mit all denen, die in irgendeiner Weise sich engagierten. Denn Afrika-D, das hieß nicht nur sehen und zuschauen, sondern Afrika-D, das hieß auch essen. Und hier wird afrikanisches Essen, tansanisches Essen vorbereitet. Und wer erinnert sich noch, wie gut das geschmeckt hat? Natürlich, man sieht auch zu, man hört zu, was da passiert. Mal sehen, was wir auf der Bühne sehen, obwohl wir jetzt einen Zeitsprung machen. Ach, da stehen die Dozenten, ja? Von überragend bis entspricht nicht den Anforderungen und sie müssen Fragen beantworten. Da waren die Rollen umgekehrt. Aus den Lehrern wurden die, die man öffentlich befragte und über die man auch mal lachen konnte. Wer waren die Lachenden? Tja, das waren die Nachdiplomanten. Das genau war die Zeit der Nachdiplomanten. Wenn ich heute in die Gesichter schaue, dann sind das alles ehrwürdige Persönlichkeiten geworden. Ja, da sehen wir ihn. Alle strahlen, das Diplom in der Hand, das Studium ist beendet. Und jetzt zeige ich euch, dieses Bild muss ich einfach hineinnehmen, den, der nachher die Predigt hält. Wenn sie bei seinem Response als Student in Friedensau. In der Zwischenzeit ist er in die Leitungsaufgaben unserer Division gewählt worden.
Bei all dem möchten wir natürlich auch mit Gott direkt sprechen. Und ich lade euch ein, dass wir gemeinsam beten. Ich werde es auf Deutsch tun. Annette Witherspoon wird nach mir auf Englisch beten. Aber egal in welcher Sprache ihr euch wohlfühlt, seid gewiss, dass Gott euch und euer Anliegen hört. Unser Vater im Himmel, ich danke dir für diese Gelegenheit, digital einfach Zeit miteinander zu verbringen. Danke, dass du viele von uns zusammengeführt hast, dass wir an einem Ort wie Friedensau Bekanntschaften geschlossen haben, dass unsere Studienzeit uns geprägt hat, aber vor allem, dass wir dir dort nahe kommen konnten. Du segnest diesen Ort seit vielen Jahrzehnten. Du sendest immer wieder Menschen dahin, die sich für dich einbringen, die dir begegnen möchten, die dich kennenlernen wollen. Und ich danke dir für all die Erlebnisse und Erfahrungen, die Menschen in der Beziehung mit dir dort sammeln können. Und gleichzeitig wollen wir das auch als Bitte vor dich bringen. Ich möchte dich bitten, dass du diejenigen segnest, die jetzt noch dort studieren, dass du sie begleitest auf ihrem persönlichen Weg, dass du ihnen nah bist und dich dort offenbarst, dass du auch den Dozenten viel Weisheit und Kraft schenkst für den Unterricht, für alles, was gelehrt wird, was über dich erzählt wird und gleichzeitig auch bei den Menschen bist, die diesen Ort einfach ausmachen, die sich einbringen, die dort arbeiten, die Friedensau zu dem machen, was es ist. Danke, dass wir das vor dich bringen dürfen. Segne du diese gemeinsame Zeit, auch diesen Gottesdienst und sei du uns jetzt auch in dieser ungewöhnlichen Art und Weise nah und öffne du unsere Herzen und unsere Ohren für dein Wort. Amen. Let us pray. Our Father in heaven, holy is your name. We thank you for yet another Sabbath, for yet another year, and your unfailing love, grace, and mercies towards us. In the midst of life trials, difficulties, and uncertainties, we can be confident in you, for you are Creator, the God of the universe. As we gather together as alumni, friends, and well-wishers of Friedensau, we thank you for the opportunity shared in this common experience of Friedensau, where service to humanity was central to our educational experience. I thank you for each alumni of this institution, wherever they may be and in whatever stage of their life. Father in heaven, I pray that you will continue to accomplish your will through their life of service, be it in the church or in the larger society. I ask that you continue to provide the means and give us all the heart to support the work in Friedensau. I pray for Friedensau. I ask, Lord, that you keep clear the vision for this institution in the hearts and minds of its leaders. And as church institution after institution shrinks around us, we ask that you keep the institution strong and raise women and men who will passionately carry on your work in Friedensau. I pray not because we deserve all of this, but because you are faithful, desiring for us only the best. Für Friedensau bin ich wirklich ganz dankbar. Ganz besonders, wir waren damals so viele. Wir waren irgendwie immer gefühlt gemeinsam. In jedem Jahr war das so. Wir haben gemeinsam gelernt, wir haben gemeinsam gelebt, wir haben gemeinsam geglaubt. Wir standen gemeinsam für Gemeinde. Und wenn ich an den Schulbetrieb denke, dann sind es zwei Sachen, für die ich ganz besonders dankbar bin. Das ist zum einen der Bibelunterricht beim Bernhard Österreich und zum anderen das Musikmachen mit Wolfgang Kabus und natürlich mit euch allen. Wenn ich an Friedensau denke, dann bin ich dankbar für einen Ort des Lernens und des Kennenlernens, für einen Ort des Wachsens und Großwerden. Wenn ich an Friedensau denke, bin ich dankbar für Freunde fürs Leben kennengelernt,
für das Erleben der Natur und Zusammenleben verschiedener Kulturen. Wenn ich an Friedensau denke, bin ich dankbar für die wunderbaren Freundschaften, die ich knüpfen durfte, für meinen Deutschkurs, da ich jetzt Deutsch sprechen kann, und für meine Hochzeit. Wenn ich an Friedensau denke, bin ich dankbar für viele schöne Erinnerungen. Ich bin hier geboren, die Kindheit und Jugend hier verbracht, habe auch meinen Mann kennengelernt. Und nun nach 50 Jahren, die wir in den Gemeinden waren, sind wir wieder zurückgekehrt und fühlen uns von Gott geführt und gesegnet. Wenn ich an Friedensau denke, dann bin ich dankbar für jedes Jahr, für jeden Besuch in Friedensau. Ich denke sehr gern zurück an die Zeit meiner Ausbildung für das Predigtamt. Friedensau ist für mich ein Stückchen Heimat gewesen und auch heute noch Heimat. Hier in Friedensau habe ich meine Frau kennen und lieben gelernt und dadurch schon ein Stückchen Heimat. Ich denke sehr gerne auch an die wunderbare Gemeinschaft mit den Mitschülern, mit den Lehrern und mit den Ortsbewohnern. Wir fühlten uns wie eine große Familie. Wenn ich an Friedensau denke, dann bin ich dankbar für die Zimmergemeinschaften, die jedes Jahr wechselten und durch die ich viele liebe Mitstudenten kennenlernte. Auch für die praktische Arbeit in der Landwirtschaft und in der Heizung möchte ich dankbar sein, denn sie haben mich sehr geprägt und mir bis heute gezeigt, dass Theorie und Praxis im Leben zusammengehören. Wenn ich an Friedensau denke, bin ich dankbar für die Dozenten und ihre Erfahrungen, die sie uns im Unterricht mitgeteilt haben aus ihrem Alltag als Prediger. Sie haben das mit in den Unterricht einfließen lassen. Und mir hat das im späteren Leben geholfen, weil ich in ähnliche Situationen kam und dann gut darauf vorbereitet war. Wenn ich an Friedensau denke, bin ich dankbar für sehr viele Dinge. Zum einen für die Geduld, die die Dozenten mit den Studenten haben, auch insbesondere mit mir hatten. Ich habe hier Generationen an Studenten und auch so einige Dozenten erlebt und dafür bin ich sehr dankbar. Aber ich bin auch sehr dankbar, dass Friedensau mir die Möglichkeit geboten hat, mich intellektuell und geistig weiterzuentwickeln und mich zu emanzipieren als Mensch, als gläubiger Mensch. Und es war sehr schön dort und ich schöpfe und werde bis mein Lebensende davon schöpfen, dass ich dort war. Wenn ich an Friedensau denke, bin ich dankbar für die tolle Deutschlehrerinnen, meine Lerngruppe, jede Menge Aktivitäten, Vielfalt, Chor, Gebetswochen und besonders für die Gottesanwesenheit in dem Jahr, also in meinem Leben. Wenn ich an Friedensau denke, ergreift mich das Gefühl der Dankbarkeit, weil ich dort gelernt habe, mit ganz schweren Fragen des Lebens würdevoll, anspruchsvoll und mit Tiefe umzugehen. Und davon habe ich in den letzten 20 Jahren als Pastor und als Paartherapeut so viel profitiert. When I think of Friedensau, I'm very grateful for every single person I've met there. They are the most special people I've met in my life. I care every single one of them in my heart. For me, it was the same. I am grateful for friends that I met there that I have still today, and I am very grateful because there I had one of the best years of my life. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich freue mich, heute mit euch gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Wahrscheinlich ist das zum vorletzten Mal in dieser digitalen Form über den Bildschirm. Aber heute ist es gut, dass wir noch auf diese Weise Gottesdienst feiern, denn wir haben Teilnehmer von nah und fern. Deshalb ein herzliches Willkommen allen Gemeindegliedern, allen Gästen und ganz besonders unseren Alumni. Ja, wir hatten dieses Wochenende in Präsenz geplant, nun ist es anders gekommen, aber das gibt uns die Möglichkeit und es gibt euch die Möglichkeit, dass wir mit vielen von nah und fern gemeinsam diesen Gottesdienst feiern. Deshalb ein herzliches Willkommen ganz besonders unseren Alumni zu diesem Gottesdienst.
Und wir begrüßen auch ganz herzlich unseren Prediger und besonderen Gast, auch einen Alumnus, Wenceslav Panayotov. Ich wünsche euch und uns allen Gottes Segen. Dear Church, dear guests, I'm very happy to worship with you. Pretty soon we will be able to go back to live worship services face to face. But today, I think it's helpful to be together in this way as a digital meeting, because we have participants from near and far. So welcome to all of you. Welcome, church and visitors, and a very special welcome to our alumni from near and far. We are happy to celebrate together. And we also welcome our preacher and our special guest for today. This is Wenceslav Panayotov. May God bless all of us. Hallo, habt ihr meine Bibel gesehen? Ich würde euch so gerne eine Geschichte erzählen, aber ich finde mein Buch nicht. Also es geht mir richtig auf den Keks, wenn ich Dinge nicht finde. Jetzt seid ihr gerade da, aber es geht nicht, weil ich dieses Buch nicht finde. Ah, nee, das ist es nicht. Ah, da ist sie. Hier drin gibt es nämlich ein ganzes Kapitel übers Suchen. In Lukas 15, da erzählt Jesus drei Geschichten von Menschen, die etwas suchen. Die eine, die sucht ihr Geld. Der andere, der sucht ein Schaf. Und einer, der vermisst sogar sein Kind. Und alle Geschichten haben etwas gemeinsam. Am Ende wird richtig gefeiert. Gefeiert, weil man so erleichtert ist und so froh ist, dass man das wiedergefunden hat, was man so vermisst hat. Und eine dieser Geschichten, die habe ich auch erlebt. Und die erzähle ich euch jetzt. Die Geschichte beginnt mit einem Gulli. Und mit meinem Sohn. Knapp ein Jahr und schon wirft er wie ein Weltmeister. Ein Wurf und unser Schlüsselbund landet in der schmalen Gulliritze. Nein, oh nee. Auf ging dieser Gulli beim besten Willen nicht. Das wäre ja toll gewesen. Kurz Deckel öffnen, Schlüssel rausholen, alles wieder gut. Aber nein, die sind so schwer, als würde ein Elefant draufstehen. Oh nein, mein Schlüssel. Aber was wären wir ohne Lifehacks? Bing. So richtige Basteltricks. Wir schnappen uns einen Bügel, eine Gardinenstange und schon haben wir unsere Gulliangel. Aber wenn man in so einem Gulli fischt, dann merkt man, da sind ja noch ganz andere Sachen drin. Aber egal, der Schlüssel verliert seinen Wert nicht. Auch wenn er jetzt vielleicht ein bisschen müffelt. Ich weiß nicht, wie lange wir geangelt hatten. Auf jeden Fall wurde es schon dunkel. Und dann war es endlich soweit. Der Schlüssel war zurück. Das ist die Sache mit den Gegenständen. Was aber, wenn es nicht mein Schlüssel gewesen wäre? Was, wenn mein Sohn in den Gulli geplumpst wäre? Ich wäre sofort reingesprungen, selbst mit meinem besten Anzug. Müffelwasser hin, Müffelwasser her. Und genau darum geht es in den Geschichten, die Jesus von den verlorenen Dingen erzählt. Gott geht es nicht um Sachen. Gott geht es um Menschen. Gott sagt, für dich würde ich überall reinspringen, denn du bist mein Kind. Macht's gut. Ich lese aus Johannes 4 ab Vers 31.
Inzwischen mahnten ihn die Jünger und sprachen: Rabbi, iss. Er aber sprach zu ihnen: Ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nicht wisst. Da sprachen die Jünger untereinander: Hat ihm jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. Sagt ihr nicht selber: Es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte? Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht auf die Felder, denn sie sind reif zur Ernte. Wer erntet, empfängt schon seinen Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich miteinander freuen, der da sät und der da erntet. Denn hier ist der Spruch wahr: Der eine sät, der andere erntet. Ich habe euch gesagt, zu ernten, wo ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und euch ist ihre Arbeit zugute gekommen. Es glaubten aber an ihn viele der Samariter aus dieser Stadt um der Rede der Frau willen, die bezeugte: Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb 2 Tage da. Und noch viel mehr glaubten um seines Wortes willen und sprachen zu der Frau: Von nun an glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, denn wir haben selber gehört und erkannt, dieser ist wahrlich der Welt Heiland. Thank you.
möchte ich unseren Sprecher, Wenceslav Panajotov, vorstellen. Eigentlich wollte er gar nicht Theologie studieren, sondern Archäologie. Aber damals, während des Kommunismus in Bulgarien, ging dies einfach nicht. Er kam zum Theologiestudium nach Friedensau. Es gab eine motivierte und fröhliche bulgarische Gruppe in Friedensau und wir waren alle miteinander sehr gut befreundet. Studenten aus Osteuropa. Wenceslav hat sein Studium im Jahre 1997 in Friedensau absolviert. Zuerst arbeitete er als Bezirkspastor und später wurde er zum Jugendleiter berufen. Danach hat er die Leitung des Theologischen Seminars in Bulgarien übernommen. Seit über 10 Jahren leitet er nun den bulgarischen Verband. Vor kurzem ist er aber vom EOD Excom zum Leiter der Abteilung Predigtamt in unserer Division gewählt worden. Er ist mit Warte verheiratet und sie haben 2 Kinder, Christian und Vanessa. Wenzi meinte einmal, Musik war nie seine Sache, aber das Wandern im Gebirge ist seine Leidenschaft. Wenzi, wir freuen uns, dass du da bist und wir wünschen dir Gottes Segen zu deiner Verkündigung. Dear Church, dear former colleagues, dear lecturers and staff of the university, what a wonderful occasion to be together for this church service. Would have been a lot better if we could have met in person in Friedensau. But unfortunately, the world is still going crazy and nobody knows how much longer COVID will be with us. In different countries, it's the same situation and it's difficult to meet in person. Still, I'm very thankful for this wonderful opportunity to meet with old classmates and to communicate, even if it's remotely. And how time flies and how beautiful it is to have moments like this, to dive into memories and to revive old friendships. It's been a while since we parted ways. And I think there are different people in front of their screens today who are watching from different years, different decades. Some of us know each other, others don't. But we remember the moments when we were together. And it's nice to have a moment like this when we can dive back into our past. Certainly, our world has changed. And we are not the same young people who were students in Friedensau back then. We have changed. And maybe some of our values have changed too. Values that motivated us then and drive us now. What does one need to be satisfied with life? If it was up to us, only up to us, and we could redesign our lives, what would we do? Let's talk, for example, about health. How long do you want to stay healthy? 90 years? 100? 110 years without medication? And then? What happens then? You probably say, well, it doesn't matter. 100 years is 100 years. If we stay healthy, that's great, wonderful. What about leisure? How much leisure do we really need to be satisfied with life? Or money? How big should the salary be to be satisfied? What do we need to be satisfied with life? In the so-called Maslow's hierarchy of needs, at the bottom, the basic needs are described. You know, food, water, sleep, health. Once these needs are met, the person, I think, should be satisfied, right? But life tells a different story. Once the basic needs are met, we climb onto the next level and we look for security, a place to live, and prosperity. And that's normal.
And then comes self-fulfillment and all its endless aspects. Can human needs be satisfied? Also, does God have needs? And what are the needs of the church? These are the questions we want to look at today. Let us first turn to John, the Gospel of John, chapter 4. And here we find Jesus and his disciples traveling from Judea to Galilee. They're traveling a long way, from the south to the north. And we read in John 4, the verses 5 to 8. So he came to a Samaritan city called Sychar, near the plot of ground that Jacob had given his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired out by his journey, was sitting by the well. It was about noon. A Samaritan woman came to draw water, and Jesus said to her, "Give me a drink." His disciples had gone to the city to buy food. A long way, journey, they are tired, they are hungry, thirsty, dusty, and this oppressive heat. Jesus is totally exhausted. And the disciples see that, and they think of their master. And so they simply go into town to get some food. They work hard to meet the basic human needs. We too work for our daily bread. And that's normal. God wanted it this way. Is that bad? No, didn't God say, "You shall labor for 6 days and do all your work"? And we ask, where's the rest? Sure, says God, one day should be enough to rest. Our daily routine is dominated by the cares for our existence. And that is something normal, simply designed by God. The disciples do that too. They return from the town, and they are happy. They are proud. They are satisfied that they quickly found some good food for their master. And we read on in chapter 4. After the conversation with the woman, we come to the verses 31 to 34. Meanwhile, the disciples were urging him, "Rabbi, eat something." But he said to them, "I have food to eat that you don't know about." So the disciples said to one another, "Surely, what, no one has brought him something to eat?" Jesus said to them, "My food is to do the will of him who sent me and to complete his work." A peculiar conversation, don't you think? Very, very strange conversation. Imagine, on his birthday, a husband comes home from a long day at work. His wife has prepared a surprise for him. She cooked his favorite dish. And the husband comes home, he sees the set table with all the good things, and he says to his wife, "Darling, you cooked for me. How beautiful. But you know what? I already ate with someone else. And you don't know that person. I would not want to be that husband." Something similar like this is happening here. Isn't Jesus hungry? Yes, he is. So why is he talking like this? Doesn't he appreciate the efforts of his disciples? Even though they are tired too, they prepared food for him. The disciples, maybe a little insulted, try to make sense of it. Well, obviously somebody must have given him some food already. Probably the woman who was here earlier. And now, in the text, we have two levels, and they are important. On one level, we see the human basic needs and meeting those needs. And that is fine. The disciples operate on this level. At the same time,
There is a second, deeper level, and Jesus incorporates this level into the conversation. In a some strange way, the text reveals a discrepancy. Jesus and his disciples both speak about food, but they each give the word different meanings. And when we look back at the conversation Jesus had with the woman earlier, we notice something similar happened there as well. Only then it wasn't about food, but about water. Jesus and the woman spoke on two different levels, although they both used the same term, water. I'm wondering, how often does God speak to us about eternal matters? But we only associate them with our terrestrial existence. I understand you, says God. You are hungry, you are tired, you are sick, you fight for your terrestrial survival. That is natural, that is very human. I too have been human. I understand you very well. I know what's on your mind. But look at the birds of the sky. They neither sow nor reap nor store in barns. And yet your heavenly Father feeds them still. Are you not much more worth than they? In other words, take the risk. Trust me. And I will show you another world behind the difficulties and daily needs. That is to say, I will show you the heavenly reality. You will see God's will for your life. These two levels run parallel in the text. While the disciples looked for food in the town, Jesus is working together with a woman from that same town. While the disciples talk with Jesus about food and daily life, the woman leads the entire town to Jesus. While Jesus tried to separate the disciples from their daily routine, many people believed in him. Don't get me wrong. There's nothing wrong with caring about food and health and daily life. But we have to approach this with much more trust in God and try to recognize His intentions for our life. God expects from us that we work and take care of ourselves. That's how life is constructed. And that is good and normal. But let's not just stay on the level of our daily needs. Let's try and see the world through God's eyes. What would we see if we did that? In other words, what is the most important need in the eyes of God? Jesus says, I have food that you don't know. And he adds, my food is that I do the will of the one who sent me and to fulfill his work. How do we understand what is most important for us? Let's look at our free time. When we don't have to do any work, when all our duties are done and we simply have time for ourselves, when we can basically do what we want, what do we do? What occupies us in those moments? What do we have in our mind? Which websites do we visit? What do we post on Facebook, for example? Our leisure time is somewhat symptomatic of our priorities. It demonstrates what excites us most. Jesus at the well remains free. Nobody around him. The disciples had gone. And although he is hungry and thirsty, and he doesn't lie down in the shade while he's waiting for his food, he first attends not to his own needs, but he attends to a woman from Samaria who was in need.
A few years ago, there was a commercial, an advertisement in Bulgaria, and it said something like, "You are not you when you are hungry." And everybody, especially the men, understand this. When we're hungry, we're hungry, and nothing else matters. Okay, I'm speaking about myself, and my wife can confirm this. Jesus rejected selfishness, and he temporarily turned his back on even his own needs in order to do his Father's will. And I'm wondering, what actually is important to God? Let's continue reading in John chapter 4, in verses 34 and 35. Jesus said to them, "My food is to do the will of him who sent me and to complete his work. Do you not say, 4 months more, then comes the harvest? But I tell you, look around you and see how the fields are ripe for harvesting." Jesus says the fields are ready for the harvest, a metaphor for the human longing for God. God doesn't think about himself. God has a lot. But he is not flattered by the innumerable created worlds. God does not think about his great potential. God thinks about all who stay far from him and lost their purpose and direction. Humans matter to God. We matter to God. You matter to God. For you and for me, he sacrificed his life. And that hinges the entire Bible. God loves us. What could our response to the love of God look like? In other words, let's talk a little bit about Christian mission. When God looks from heaven, he sees human beings that are ready to accept the gospel, hundreds of thousands, millions all over the world. What do I see when I look outside? What do I see when I step outside my door? Do I see the always grumpy neighbor or the pedantic landlord? What do I see? Do I see people who are searching, who have problems, who wander around without direction in an increasingly chaotic world? We have come together here today because at some point in the past, God called us and brought us together in Friedensau. And I believe that God revealed himself to us back then. In various ways, he met us during our studies. And we have our past with God. He made himself visible to us during our studies. And I believe today as well, God meets us in a special way. And he wants to draw our attention to the people in need on this earth. Friedensau has always been a place of mission. And I believe Friedensau still is a place of mission. And how beautiful it is that this thought has brought us back together here in Friedensau. I believe that that we've come together for that reason and to communicate with each other, not just to see each other again, but also to draw our attention again deliberately to God's mission. Even though Jesus is very hungry, he postpones his lunch to help his disciples. He didn't just help the woman, but also to help his disciples to see the world through God's eyes and to realize that our needs are important, but also that there are people who need our help. Are the fields ready for harvest? I believe the fields have always been ready. In history, there have always been people who searched for God and who needed God. We just need the eyes for it. We need the eyes of Jesus.
In the text describes various human needs and the needs of God. We've already seen that. Now, between these two points, somewhere in there is the role of the church. She is somewhere between God's love on the one hand and human possibilities on the other. So let us ask ourselves, what are the needs of God's church, the church of God? So we continue reading in John 4, verses 36 to 38. The reaper is already receiving wages and is gathering fruit for eternal life, so that the sower and the reaper may rejoice together. For here the saying holds true, one sows and another reaps. I sent you to reap that for which you did not labor. Others have labored, and you have entered into their labor. One sows, another reaps. Jesus tries to open the confused eyes of his followers and to help them overcome their prejudices. It probably wasn't easy for them. As men, as Jews, and dedicated disciples, they now have to accept that a woman, even a Samaritan, can become a follower of Christ. And even worse, must have been the thought that not only were they to accept the woman, but that Jesus wanted to show them that they should work together with her. Both the disciples and this woman. In other words, what does the church need according to Jesus? Acceptance, continuity, and cooperation. The cooperation, the working together, is one of the great challenges in our church. There are the liberals and the conservatives, there are Christians from the global north and the global south, there are men and women, old and young, and I could keep on listing a lot of opposites. Here we are. That simply is the church today in the 21st century. One of the basic Christian values is to accept other people. Christianity cannot exist without acceptance. And without acceptance, there won't be any continuous cooperation. That's why Jesus is discussing this matter with his disciples. Let's look at the example of the woman in John 4, verses 39 to 42. Many Samaritans from that city believed in him because of the woman's testimony, which was, "He told me everything I have ever done." So when the Samaritans came to him, they asked him to stay with them, and he stayed with them 2 more days. And many more believed because of his word. So they said to the woman, "It's no longer because of what you said that we believe, because we've heard for ourselves, and we now know that this truly is the Savior of the world." What is really happening here? Jesus is preaching to the woman. The woman is preaching to her community. They find Jesus and come to Jesus, and Jesus is preaching to them, and many of them are converted. Do you see what's happening? Nobody reaches the goal by themselves. Even Jesus, he gives us an example of cooperation. He could have gone it alone, but he doesn't do that. It's a marvelous example of continuity and cooperation. Different people working together in God's work. We are called together by God not to take care of our own preferences, that we can do too, but we are called to help and to take care for the people we meet on a daily basis. The people who need God, people who need a good word, a word of encouragement, or just half an hour of attention. The single mother, the father who cannot see his children because the law forbids it, the old man
who cannot leave the house, the little child, without parents. The people who look at us angrily and maybe talk bad to us, but also those people for whom Jesus sacrificed his life. The people that Jesus is still looking for, and the people that are important to him. Can we today see through the eyes of Jesus? In other words, what do we need to be satisfied with life? What we seek, that we will find. If we look for food, we will, of course, be fed at some point. If we focus on our health, we will be healthy for a while, until one day we die. That's life. When we ask for the will of God in our lives, daily, God will place people into our lives because we are now Christians with a mission. Their well-being, their needs, their pains, their longing for God. Are we ready today to see through the eyes of Jesus?
Let us pray. Lasst uns beten. Our great God. Unser großer Gott. We thank you for giving us the opportunity to study here at Friedensau. Vielen Dank, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, hier in Friedensau zu studieren. We ask that you bless all the alumni. Wir bitten dich, dass du alle Alumni segnest. We ask that you bless everybody who watched this service today. Wir bitten dich, dass du jeden segnest, der diesen Gottesdienst erlebt hat. Help us to see the world through the eyes of Jesus. Bitte helfe uns, die Welt durch die Augen Jesu zu sehen. In your wonderful name. Amen. In deinem heiligen Namen. Amen. And that brings us to the end of our service. Und das bringt uns jetzt zum Ende des Gottesdienstes. We would like to thank everybody who participated in this service. Wir wollen allen danken, die Anteil an diesem Gottesdienst hatten. Those who contributed videos. Diejenigen, die die Videos zusammengeschnitten haben und hergestellt haben. We also want to thank those behind the scene. Auch diejenigen, die hinter dem Ganzen stehen. We want to thank everybody who organized it. Wir wollen auch allen danken, die das organisiert haben. And we want to thank you. Und wir wollen dir danken. You are an alumnus, an alumna of Friedensau. Du bist ein Alumni von Friedensau. We want to thank you for being here with us today. Und deshalb wollen wir dir danken, dass du heute mit uns hier zusammen warst. Thank you for sharing this with us. Danke für das Teilen mit uns. Thank you for remembering us. Und danke, dass du dich an uns erinnert hast. May God bless you. Möge Gott dich segnen. And for our final blessing, we are happy to have Professor Bernhard Österreich to do the blessing for us. Für den Segen sind wir froh, dass Bernhard Österreich den jetzt sprechen wird. Empfangt den Segen aus dem Ort, in dem schon viele gesegnet wurden, aus Friedensau. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir Frieden. Amen. Thank you.